Bist du on? Bin ich on? Klingt, als wäre ich on. Sag Bescheid, wenn ich lauter werden soll. Nee, ja, klingt richtig. Ein bisschen näher dran. Ich deute deine Geste. Ja, ja. Check, check, Mike, check. One, two. Fantastisch. Fantastisch. Super. Ich würde sagen, wir laden erstmal Menschen ein, die hier sind, ne? Beziehungsweise erklär denen, was jetzt hiermit passiert. Aber natürlich erstmal kurz zur Einleitung. Willkommen hier auf dem Play Festival, liebe Menschen, die sich hier gerade noch umschauen. Es gibt ein bisschen Live-Programm hier. Wir machen hier Unpacking. Was das gleich bedeutet, da gehen wir drauf ein. Wenn ihr gerade in der Nähe seid, setzt euch gerne. Das ist ein Format, bei dem ihr gerne mit uns mitmacht. Weil jetzt sind wir ja schon ein paar Tage auf der Play und heute ist der erste Tag, aber wir haben noch ganz wichtige Sachen zu erledigen. So richtig Zeit gelassen haben wir noch nicht, uns zum Ankommen, ne? Und dafür ist Unpacking geplant. Was machen wir mit? Also bei Unpacking richten wir noch ein bisschen ein. Die Bühne ist offensichtlich noch nicht ganz fertig und wir haben im Vorfeld des Festivals schon aufgerufen, ein paar Sachen mit zu bringen an alle Gäste oder auch hier am Counter heute mit abzugeben. Und wer mit sehen möchte, was wir da jetzt alles auspacken, der guckt im Stream zu. Willkommen an den Stream, hallo, weil wir sind ein hybrides Festival. Oder kommt direkt zur Bühne hier nach vorne, nehmt da ein bisschen Platz. Wenn ihr gerade in der Ausstellung rumläuft, kommt zu uns. Was machen wir genau? Wir packen Pakete aus. Wir packen Pakete aus, aber damit das jetzt nicht einfach nur ein langweiliges Spiel ist, wo ihr uns dabei zuseht, wie wir hier Regale einräumen, geht es natürlich getreu unserem Festivalmotto darum, was wir alles so mit auspacken und vor allem mit den Gegenständen, die uns hier vorgestellt werden, verbinden. Weil so im Umzug, das kennen wir ja alle, wir nehmen liebe oder nicht so lieb gewonnene Gegenstände mit, packen die aus, merken, dass wir vielleicht die Hälfte vergessen haben. Und heute soll es uns dabei gehen, damit wir uns ein bisschen mit euch gemeinsam unterhaltet, was ihr mit so Gegenständen, mit Umzügen verbindet. Weil der kleine Clou hier für uns, wir haben absolut keinen blassen Schimmer, was uns hier eingepackt wurde. Also wir haben hoffentlich darauf geachtet, dass uns jetzt hier nichts Schlimmes jetzt gleich rausgepackt wird, aber für uns soll das eine Überraschung sein. Oh Gott, es ist Halloween, ne? Wenn uns da irgendwas entgegengesprungen kommt. Genau, wir haben uns jetzt noch nicht verkleidet, aber ich finde es schön, dass wir zumindest so shirtmäßig mit Band-Merch ausgestattet sind, um so ein bisschen das Motto des Abends nochmal mit einzuleiten. Natürlich. Es wird noch besser mit Kostümen. Bitte? Es wird noch besser mit Kostümen. Ja, das kannst du am Ende noch liebend gerne einleiten, denn wir haben natürlich heute noch einiges Halloween-mäßiges vor. Aber können wir was schon mal wir hier auspacken... Oh, das ist schwer. Genau. Okay, das ist leicht, aber das ist richtig schwer. Das ist natürlich noch nicht alles. Dazu kommen wir gleich nochmal. Aber vielleicht findest du einen Anfang, Matt. Was verbindest du denn so mit Umzügen, Auszügen? Ich hasse ja Umzüge. Du hasst es. Es ist wirklich schlimm. Also man muss halt Sachen zusammenräumen, man muss sie wieder wohin stellen. Und eigentlich, ich glaube, der schlimmste Moment ist, wenn man dann ankommt, da wo man halt hinzieht, man hat diese ganzen Pakete, man weiß erstmal nicht, wo man sie hinstellt, also packt man sie alle in ein Zimmer. Und dann packt man die so langsam aus. Und dieses langsame Auspacken, das geht also bei mir zumindest sehr langsam. Ich packe dann nur die nötigsten Sachen aus und irgendwann später, wenn ich sie brauche, dann den Rest. Das heißt, bist du so ein Mensch, bei dem immer mal wieder Umzugskisten noch Monate oder Jahre vielleicht noch rumstehen? Ich bin ja jetzt 2 Wochen lang in Hamburg und ich habe wirklich meinen Reisekoffer, der ist richtig groß gepackt und den lege ich dahin, den klappe ich auf und dann war's das. Den räume ich gar nicht erst ein. So ähnlich ist es beim Umziehen. Ja. Genau das haben wir uns für heute ja auch so ein bisschen mitgedacht, damit wir endlich mal die Zeit haben, hier mal so richtig anzukommen und ein bisschen auszupacken. Ja. Also mir geht's ähnlich, ich vergesse aber auf jeden Fall auch immer die Hälfte. Und vor allen Dingen gibt es immer Kisten, die sofort irgendwo hinlagern, wo man sie nicht braucht. So Stichwort Keller, Dachboden. Ah, ja. Und das wird vielleicht auch für heute interessant sein. Ob wir hier Gegenstände geliefert bekommen, wo Leute das mit irgendwas Negativem verbinden, aber sich vielleicht nicht trennen können. Denn apropos trennen... Die Gegenstände, die uns heute geliefert wurden, sind entweder Leihgaben freundlicherweise oder sogar Verschenkware, die ihr hier am Ende des Festivals noch gewinnen könnt. Das heißt, wenn wir hier auszucken, überlassen wir euch die schönen oder unschönen Gegenstände. Das werden wir gleich noch herausfinden. Das heißt, wir werden auf jeden Fall euch noch gleich mit einbuchen, aber ich würde sagen, wir packen mal schon mal den ersten Gegenstand aus, oder? Ja, also zu dem Einbinden kann man vielleicht noch kurz was sagen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ihr hier an diesem Programmpunkt gleich mitmachen könnt. Und zwar ist das einmal, indem ihr mit uns Dinge auspackt und wir dann gemeinsam ein bisschen drüber philosophieren, was hier drin sein könnte. Oder aber, indem ihr vielleicht ein paar Pakete in eurer näheren Nähe findet. Da könnt ihr euch schon mal umgucken, da irgendwas ist. Aber
Noch nichts sagen, nicht verraten. Genau, also so, die sind natürlich total gut versteckt, dass man die auf gar keinen Fall finden kann. Nein. Das haben wir sehr gut gemacht. Behaltet erstmal die Kisten, öffnet sie noch nicht. Wir machen jetzt erstmal so eine kleine Demokiste auf, weil ich bin jetzt natürlich auch mega gespannt drauf, wie es so aussieht. Wir schauen nebenbei ein bisschen in den Chat, weil natürlich wollen wir euch auch online mit einbinden, wenn ihr jetzt gerade entweder was wir hier auspacken und wir überhaupt nicht deuten können und ihr genau wisst, was es ist und was ihr damit verbindet, schreibt es uns auch gerne in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, without further ado's. Ich leg mir den mal so hier hin, da kann man so ein bisschen auf den Chat schauen. Ich bin jetzt natürlich gespannt. Ich mache jetzt erstmal direkt die große, natürlich. Ist das nicht auch bei Umzügen so, dass man erstmal die großen Kisten auspackt? Schon. Weil über die kleinen stolper ich dann gerne mal drüber. So, das sind unsere schönen Play-Kisten, die schon einige Umzüge auch mitgemacht und überlebt haben. Und ich bin gespannt, ob wir ein bisschen hier was zum Rascheln dazu bekommen haben. Das raschelt definitiv. Das ist sehr schön hier mit Mikros und Rascheln, das werde ich natürlich ausnutzen. Und ich merke, da hat es ein bisschen rückgekoppelt. Scusi! Okay, wir haben, was natürlich auch einfach ein fantastisches Werbeding hier ist, Play-Merch, liebe Leute. Toll. Gönnt euch Play-Merch. Und, ich bin sicher, Matt, da kommen jetzt gleich einige nostalgische Erinnerungen mit auf. Oh, denn was wow, haben wir hier? Ich bin gespannt, ob das wirklich eine Leihgabe ist. So schwer eine ist die gewesen, kann ich mal? Klotzige krass. PS2 in Silber, die gab es tatsächlich relativ selten. Also die habe ich früher nie gesehen. Es sieht wirklich nach Original aus, nicht, dass es jemand angemalt hat. Die ist so groß, die passt da gar nicht. Kannst du dich noch erinnern, was dein erstes Spiel war, was du auf der PlayStation 2 gespielt hast? Ich hatte keine PlayStation. Keine? Nee. Okay. Ich war Sega. Bei mir war es irgendein Crash Bandicoot-Teil. Ich bin da überzeugt, dass es sowas war. Und vor allen Dingen, ich muss mal gerade überlegen, waren bei mir die Dinger irgendwann immer mit dem Disklaufwerk defekt? Das ging relativ schnell. Ich glaube, ich habe das. Ist das diese Konsole, wo man bei Metal Gear Solid den Controller umstecken muss? Ja, jetzt könnte natürlich hier uns Halb-Nerds hier weiterhelfen. War das noch PS1 oder PS2? Wir gucken in fragende Gesichter. Wir werden das noch herausfinden. Falls ihr jetzt sagt, Mensch, wieso wissen die das nicht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Aber ich meine, das wäre tatsächlich die PS2 gewesen. Es sieht halt so aus, ne? So wunderschöne Erinnerungen verbindet man damit natürlich. Ja. Da hier keine Controller mit dabei waren, schätze ich, es ist vielleicht doch eine Leihgabe. Oder meinst du, die sind in anderen Kisten versteckt? Steht nicht drauf. Steht nicht drauf, genau. Was nicht drauf steht, ist natürlich alles verschenkt. Nein, wir werden das natürlich vorher nochmal regeln. Was machen wir damit jetzt? Und ja, was machen wir jetzt damit? Wir haben hier im Hintergrund unser Regal. Ich weiß nicht, ob man sieht. Das sieht noch relativ leer aus. Mit einem Becher, den jemand dahingestellt hat. Das gehört nicht zu Leihgaben. Das werden wir jetzt natürlich ein bisschen füllen. Oder meinst du, uns hat jemand hier was Alkoholisches eingeschenkt als Leihgabe? So. Aber der steht ja eigentlich ganz gut. Ihr merkt, ich bin natürlich echt ein begnadeter Installateur. Nee, das musst du schöner machen. Ich gucke mir das hier von der Seite mal an. Du kannst es gerne nochmal, weil auch das gehört natürlich zu Umzügen dazu. Guck mal, das geht nicht. Kannst du die hinstellen, bitte? Ja, das sieht echt nicht gut aus, da hast du recht. Ja, das ist tatsächlich nicht meine Stärke, das überlasse ich dann doch gerne anderen Menschen, weil... Dann mache ich die nächsten, aber du musst das jetzt... Aber so ein Ding sollte eigentlich nicht in einem Regal stehen. Das muss ja noch irgendwie genutzt werden. Ne? Deshalb... Okay, so ist besser. Ja. Bisschen besser. Bisschen. Ist natürlich auch aber kann man die nicht hochkant ein hinstellen? Sehr klotziges Format. Doch, kann man. Oh, oh. Ja, so das ist besser. Ist doch, oder? Ja, so ist gut. Wir werden jetzt natürlich nicht jeden Gegenstand mit minutiöser Kleinstarbeit korrigieren, aber das ist ja schon mal ein netter Anfang. Ich würde sagen, wenn erstmal die heimische Konsole zu Hause ausgepackt ist, dann hat man auch schon einiges mit drin an Heimigkeit. Zerkratzt wird zerkratzt hier geschrieben. Ist sie zerkratzt gewesen? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das waren natürlich nicht wir, aber das gehört auch zu so einer alten Konsole mit dazu, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, wie viele Konsolen oder Controller du so in deiner Jugend zerstört hast. Bei mir war es noch überschaubar. Ich habe keinen zerstört tatsächlich. Keinen? Kein Wutanfall? Also nicht willentlich. Was mir ganz oft passiert, vielleicht kennt ihr das, wenn man ein Gamepad in der Hand hat und man benutzt das wirklich sehr oft, was mir immer passiert ist, dieser Joystick da, wenn man den so sehr bewegt, irgendwann bricht die Kante ein Stück ab von dem Joystick. Okay. Das ist heute besonders bei so Switch-Konsolen mit Mario Party, wo irgendwann die Leute ausflippen und dann den Analogstick durchdrehen. Das ist da besonders beliebt. Na gut, bei mir waren es tatsächlich einige Controller. Videospiele machen nicht aggressiv, das wissen wir natürlich alle, aber...
was man halt so an Gegenständen dabei mal zerstört hat. Ich spiele halt immer so entspannte Spiele. Man hat es zumindest nicht weitergetragen, genau. Du spielst was? Entspannte Spiele. Ja, das ist, wollen wir heute natürlich und mit dem, was wir hier noch dabei haben, ich mach jetzt hier noch auf. Bedienen. Gerne, du darfst den nächsten Gegenstand öffnen und ich bin sehr gespannt. Es ist raschelt auch merkwürdig, ja. Okay, das... Geil. Das ist ein Tamagotchi. Es ist ein Tamagotchi. Es ist auch leicht geöffnet schon. Das ist ja großartig. Es sieht so aus, als wäre es mit... Also ich könnte mir vorstellen, dass das hier jemand reingetan hat, der das mal früher bekommen hat, ja, zu Weihnachten oder so. Und das Erste, was sich die Person gedacht hat, war, yeah! Und reißt das halt direkt so auf. Also so hätte ich das definitiv gemacht. Aber dass so eine Originalpackung überlebt hat, ist schon sehr schön. Fantastisch, oder? Ich weiß nicht, ob das so ein Sammlergut ist, aber das könnte es sein. Das könntet Digital ihr uns Friend. Jetzt bewerten. Haben wir hier etwas Wertvolles ausgepackt, das einen ideellen oder herzlichen Sammelwert hat? Das sieht für mich aus wie das Original. Also kennt sich hier jemand aus mit Tamagotchis? Ist das das Original Tamagotchi? Ja? Hatte jemand ein Tamagotchi daheim? Ja, ich sehe einige Hände nach oben gehen. Und wie viele eurer digitalen Tiere haben es überlebt mit euch? Oh je, Kopfschütteln. Überlebt? Ist das schon diese... es gab diesen riesigen Tamagotchi-Trend damals, ja, als das losging. Und ich kann mich noch entsinnen, dass die Nachrichten voll davon waren, dass jetzt eine KI entwickelt wurde. Und Computerspiele können jetzt denken. Und es sind echte Lebewesen. Und es wurde darüber philosophiert, wie wichtig das ist oder wie unwichtig das ist. Warst du in so einer Schulklasse mal, wo die ganzen Kids dann Tamagotchis hatten und es piepte ab und zu mal? Ich glaube, die Phase habe ich verpasst. Wahrscheinlich war ich dann eher ein Kind von denen, die da rumgepiept haben. In meiner Klasse haben dann Kinder geweint, weil sie saßen im Unterricht da und meinten, aber mein Tamagotchi stirbt gerade. Und die Lehrkräfte dann halt so, ja, nee, wir sind hier in der Schule. Ja, das war bevor es Handy gab. Da, vor den Handys weg hieß es Tamagotchis weg. Das, was heute so Clash of Titans übernimmt, der Druck, dass man unbedingt online sein muss. Ja, ein Tamagotchi war ein schönes Mittel, sich ein bisschen Verantwortung aufzudrücken. Ja. Und für Eltern ein schönes Mittel, die Kinder zu trainieren, bevor die richtigen Haustiere in den Haushalt kamen. Ich kann das hier nicht rausnehmen. Ich hätte es gerne angemacht, aber es scheint komplett verpackt zu sein. Ich traue mich nicht, ob uns da noch Batterien so oder ob wir jetzt gleich das Ding aufmachen und uns ein trauriges Tier entgegenblickt, was schon lange vernachlässigt wurde. Ich glaube, wir überlassen diese Magie mal unserer und eurer Vorstellungskraft. Oh, aber wenn man das hier sehen kann, vielleicht noch in der Kamera. Wo muss ich hin? Da sieht man das. Diese merkwürdigen Figuren, in die sich diese Tamagotchis verwandeln können. Je nachdem, wie man sie pflegt. Und sie können dieser komische Hund werden da. Ich meine, Tamagotchi war ja auch der Pokémon-Vorreiter. Ne? Da haben sie die ganzen Ideen schon mit aufgebürgt. Ich glaube, das war zeitgleich. Ja, auch das können wir mit wunderschönem Wissen von euch mit herausfinden. Denn, ihr merkt, so viel haben wir jetzt ja gar nicht mehr auf der Bühne. Und Dirty schreibt, dass sich die Mutter um das Tamagotchi gekümmert hat. Eine sehr gute Strategie. Oh, ja. Man geht in die Schule und die Mutter kümmert sich derweil zu Hause um das Tamagotchi. Das finde ich super. Das sind dann auch immer schöne Geschichten. Okay, du darfst sagen, wo ich das hinpacken soll. Klassischen Haustier, ja. Oder ihr, wo soll ich es hinpacken? Genau. Wo sieht es am schönsten aus? Also wer hier so einen Einrichtungsfimmel hat, darf sich jetzt gerne ein bisschen austoben. Da. Ja. Was, hier? Wir arbeiten mit warm, kalt. Da. Gut, dann packen wir es hier. Vielleicht kommt noch ein bisschen was dazu. Okay, wir haben keine Boxen mehr. Okay, wir kriegen hier Fehlermeldungen mit automatischen Abschaltungen. Live aus der Play. Ah, gut, das ist... Live aus dem Maschinenraum. So schnell geht das. So, wir haben keine Kisten mehr auf der Bühne und ich habe gesehen, ihr habt schon ein bisschen was entdeckt. Wenn ihr Lust habt, noch nicht aufmachen, das wollen wir natürlich jetzt mit euch gemeinsam machen, weil nicht reingucken. Auch ihr sollt ein bisschen überrascht davon werden, was wir jetzt gleich mit euch auspacken. Und vor allen Dingen, was ihr damit verbindet, haben wir Freiwillige, die mit uns ein bisschen über Sinn und Unsinn von Gegenständen und Umzügen diskutieren wollen. Es sind mindestens zwei. Ich sehe auf jeden Fall zwei freudige Gesichter. Wer möchte zuerst? Wer möchte zuerst? Alles klar. Den kenne ich sogar. Ja. Hallo Tim, du darfst dir gerne ein Mikro nehmen, du musst es vorher anschalten. Wir haben Mikro Nummer 4, check, check. Hallo? Ja, das hört sich doch gut an. Okay, Tim, pass auf,
Komm gerne mal ein bisschen näher dran, damit du hier uns mal die schöne Kamerasicht hast. Von der Kamera scheint das noch zu passen, damit wir hier dich ein bisschen besser drin haben. Ich frag dich auch erstmal so ein bisschen, wie sieht es bei dir mit Umzügen aus? Ich musste zum Glück noch nicht so viele selber machen, aber ich habe schon bei vielen mitgeholfen von anderen Leuten. Das heißt, du bist dann gerne so der Mensch, den man anruft, wenn man Umzugshelfer braucht? Ja, die anderen rufen gerne an, aber ich nehme diese Anrufe eigentlich nicht gerne an. Aber aus schlechtem Gewissen bist du dann doch dabei und packst mit an? Ja. Sehr schön. Tim, was würdest du denn hier gerne auspacken, wenn ich dich jetzt mal so danach fragen würde? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Okay, wovor hast du denn Angst, was auszupacken? Irgendwas Ekliges, aber ich hoffe einfach mal, dass das hier nicht ist. Ich rieche schon mal nichts Ekliges, deshalb gehe ich mal schwer davon aus, dass uns die Leute das nicht angetan haben. Das Paket ist auch sehr leicht. Ja. Also viel Gewicht ist da nicht drin. Okay. Dann probier's doch einfach mal, würde ich sagen. Ich würde sagen, go for it. Wir halten dir netterweise mal kurz das Mikro. Genau, halt das ein bisschen hier unter die Kamera, damit alle anderen auch sehen können, was dann da drin ist. Jetzt kannst du deine QVC-Fertigkeiten, natürlich haben wir noch ein bisschen mehr Werbung hier anscheinend mit eingebaut. Moment. Das ist was ganz... noch nicht. Guck mal, wir sind hier. Tim, warst du dabei bei der letzten... Wann war das? Ich war tatsächlich nicht dabei. Play Monsters and Games. Welches Jahr war das? 18. Ja, da war ich mit dabei. Nee, 19. 19, ja, okay. Ja, gut. Das war peinlich. Gut. Oh, ja. Ich sehe, ihr kennt euch aus. Ja, bei jetzt ungefähr 100 Plays kann man ja so ein bisschen durcheinander kommen. Kein passieren, ist die 15. Nee, aber bei der war ich tatsächlich auch mit dabei. Okay. Und was verbindest du noch damit? Natürlich nur Positives, ne? Die Party und Rock'n Wrestling. Ah, ja. Rock'n Wrestling, da war was mit Wrestlern, die aufgetreten sind. Also ich muss natürlich sagen, also wenn wir ein bisschen darüber philosophieren wollen, warum dieser Beutel da drin ist jetzt von dieser Person, dann muss ich natürlich sagen, wer gibt denn so einen Beutel weg? Das ist die Frage, gibt das jemand weg oder ist das eine nostalgische Leihgabe? Ich weiß es auch nicht, aber ich sammle die tatsächlich auch von jeder einzelnen Play, bei der ich mitgemacht habe. Sag mir bitte, dass du das alles über deinem Bett hängen hast. Nein, ich habe eine Schublade, wo sie alle drinnen liegen. Eine Schublade. Naja gut, aber zumindest werden sie hoffentlich regelmäßig genutzt. Nein. Wir haben danke so viele für Beute deine Ehrlichkeit, Tim, aber ja, ich kenne das Problem durchaus. Okay, ich schätze, wir schauen weiter. Wir haben auch schon einen Tipp bekommen, dass es ein Luftballon sein könnte, der da jetzt rauskommt. Ein Luftballon? Es ist kein Luftballon. Ich wollte gerade sagen, die Farbe irritiert mich jetzt. Ein bisschen, aber genau. Es ist sehr eindeutig, was es sein soll. Ich weiß nur nicht, was das für ein... Ja, jetzt können hier die richtigen Pokémon-Cracks, ob das jetzt was genau, welcher Pokéball genau das ist und wofür das Symbol steht. Ich bin mir auch ehrlich gesagt unsicher, ob das halt entweder eine schlecht gemachte Kopie ist, weil die sind ja normalerweise rot, oder ob ich einfach nicht genügend drinstecke. Und es gibt halt tatsächlich ja jede Menge verschiedene von den Pokéball in Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob das einer von denen sein soll oder ob das... Master Ultraball könnte ich, glaube ich, noch unterscheiden. Aber das ist ein Wassersymbol. Also Meisterball ist es definitiv nicht. Siehst du, da sind wir uns doch schon mal einig, aber... Und da ist noch was drin. Es klappert. Okay, dann öffne das doch mal richtig nah an der Kamera. Macht man das so auf? Muss man nicht den Pokéball drücken? Ja, ne? Das könnte jetzt hier ein Protest für uns als Pokémon-Fans sein. Ob wir das, was da drin sind, erkennen? Jawohl. Oh. Es ist... Oh, lass mich nichts Falsches sagen. Zardos? Irgendwas mit X Zardos, am Ende. Auf jeden Fall Elektrovogel, aber... Zapdos. Vielen Dank. Oh. Sehr schön. Ja gut, das hätte ich tatsächlich noch eigentlich drauf kommen müssen. Das sind die 150 Original-Pokémon, die ich noch halbwegs auseinanderhalten kann. Erste Generation, einer von den drei legendären Vogelbühnen. Oh, jetzt kommt hier Pokémon-Trivia. Du darfst gerne ausholen, Tim. Ich hab's geliebt. Ich hab's komplett durchgespielt. Ich habe tatsächlich auch immer noch
von damals, meine erste blaue Edition. Wirklich? Mit allen 151 Pokémon drauf. Okay, was war dein Starter-Pokémon? Das ist jetzt natürlich Visasam. Visasam. Immer okay. wieder. Das höre ich sehr selten tatsächlich. Ich habe es auch gehört, dass es das seltenste genommen ist. Ich verstehe es nicht. Wieso? Ich bin sicher, es gibt irgendwo im Internet einen Persönlichkeitstest, der dir jetzt viel darüber aussagt, warum es das gewählt wurde. Aber ich glaube, wenn das jetzt schon mit dir mitgewandert ist, dein alter Gameboy, dann hat er schon ein paar Umzüge überlebt, oder? Ja, ich mache ihn auch tatsächlich ab und zu mal wieder an. Also dieses Pokémon, wenn ich das so beim Umräumen mal finde, mal gucken, ist noch alles da? Das ist immer so ein Moment so, okay, hat die Batterie von dem Modul gehalten oder nicht? Bei meiner silbernen Edition weiß ich, das hat es nämlich nicht gehalten. Da ist alles weg. Irgendwas, und da sind wir vielleicht schon beim Stichwort Verlust, gehört ja auch zu Umzügen dazu, ob man was zerdeppert oder später sich doch mit schweren Herzen von irgendetwas angenehm oder unangenehm trennt. Aber ich würde sagen, das war jetzt schon alles sehr angenehm, was wir jetzt ausgepackt haben. Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, ob da nicht noch ein bisschen mehr dabei ist. Aber erstmal, Tim, vielen lieben Dank. Danke. Du bist noch nicht ganz fertig. Habe ich was vergessen? Ja, klar. Also du darfst jetzt natürlich das auch ins Regal packen. Du darfst auswählen, wo es hin soll. Also meine Deko-Künste nochmal. Ja, genau, das ist noch was jetzt drin? Gerne. Nein. Okay. Ist nichts mehr drin. Da darfst du dich jetzt gerne austoben, aber natürlich kannst du wie wir auch Tipps holen von den Einrichtungsleuten hier, wo wir hier den Pokéball verstecken, beziehungsweise schön drapieren. Das könnte fast so eine japanische Ecke dann auch so ein bisschen werden. Ich glaube, es wird jetzt bisher noch sehr auf Symmetrie geachtet. Aber du kannst hier noch so einen Würfel haben, wenn er da reinpasst. Dann. Oh ja, das ist eine gute Idee. Das sieht vielleicht ganz gut aus. In der Zwischenzeit, bei meiner Kristall-Edition ist auch alles weg, der vollständige Pokédex. Oh, wurde uns geschrieben. Ah, das ist natürlich sehr ärgerlich. Kristall-Edition hat ja vor allen Dingen auch richtig viele Pokémon. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele wir stehen. Vielen Dank, Tim. Danke, Tim. Das sieht großartig aus. Ja, bei Edition kann man heute, glaube ich, sehr durcheinander kommen, aber lass uns da mal nicht zu sehr von ausschweifen. Nö, also wenn das jemand im Publikum oder hier im Chat weiß, die können das ja vielleicht ein bisschen schneller nachschauen. Bisschen Trivia und Bildung ist bei uns ja auch immer gerne gesehen und mit dabei. Ich kenne nur die ersten 150. Ja, bei mir ist es dann auch vorbei. Ja. Alte Männer halt, ne? Ja. So, wer mag als nächstes und hat ein paar. Jetzt ist, glaube ich, your turn, right? Genau. Gerne. Ja, genau. Gerne anschalten. Das können wir auch selber. Naja. Das machen wir jetzt nächstes Hallo? Mal, weil wir dann freundlich Check. Sind. Hi, wie ist dein Name? Lea. Hi. Und wie sieht es bei dir mit Umzügen aus? Bist du begnadete Packerin? Klappt das bei dir immer? Findest du sofort alles, was du einpackst? Ich habe viel Übung. Ich bin sehr oft umgezogen. Bisschen näher? Um die 10 Mal bin ich umgezogen ungefähr. Und ich bin Profi. Du bist Profi. Ja. Das heißt, es hat bei dir alles den Platz. Die Kisten sind alle nach Orten beschriftet, nummeriert. Ja. Stehen bei dir auch Kisten rum, wie bei Matt, die irgendwie monatelang irgendwelche versteckten Gegenstände haben. Das klingt jetzt aber auch gemein. Ja, ich habe es letztes Mal so gemacht, dass ich die Kisten alle in den Keller gepackt habe und mir jeden Tag eine mit nach oben geholt habe. Okay, das klingt tatsächlich noch Wie viele Tage hat das dann gedauert? So einen Monat ungefähr. Okay, auch krass. Wenn du da ein bisschen Beratung willst, wäre jetzt die Gelegenheit nee, für den nächsten Umzug. Das ist nicht so ein guter Tipp für mich. Ich glaube, bei mir wären die im Keller einfach geblieben und dann wäre irgendwann, hätte ich dann nur noch Dinge weggeschmissen, die dann schlecht geworden sind oder so. Das wollen wir natürlich nicht. Hier wollen wir ja auch nichts wegschmeißen. Und hast du schon ein bisschen dran gerüttelt? Bist du jetzt neugierig? Nee. Ich kann es immer ein bisschen ranhalten. Da klappert aber nichts, ne? Doch ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ja. So. Würde dich bitten, wenn du es gleich aufmachst, in die Kamera mitzuhalten, weil uns spannend. Interessiert natürlich sofort, was du hier auspackst. Oh. Genau. Halt's noch hier hin. Es ist was. Ich wollte gerade sagen, wir sind schon auch beim Thema Videospiele, das merkt man schon ganz dezent. Sims, verbindest du was mit der Reihe? Ja, ich habe es von Teil 1 angespielt. Okay, das heißt wirklich auch jeden Teil bis zum 4. mit allen Erweiterungen? Nein. Also hier ist natürlich besonders dran, es ist verpackt. Kann das sein, dass das eine Geschenkgabe für uns ist? Es ist komplett verpackt. Das heißt, es wurde noch nie benutzt. Es ist aber jetzt auch ein bisschen ironisch, weil Sims jetzt kostenlos mittlerweile free to play zu haben ist. Ne? Oh. Deshalb ist das jetzt vielleicht schon ein Sammlerstück, weil das noch die alte analog-digitale Komponente ist.
Welche Simulation in dieser Richtung, wenn nicht Sims selber, hast du denn schon mal gespielt? Welche Sims? Ja. Also welchen Teil von Sims? Oder welchen am meisten? Den Einser. Tatsächlich den allerersten? Ja. Okay, und dann alle Tricks mit im Pool die Leiter wegnehmen und... Ja. Oh. Ja. Was war da dein Lieblings... meine Güte. Was war dein Lieblingsereignis dann in Sims 1? Was hat dich dazu getrieben, da immer wieder zurückzukommen? Ich habe keine Ahnung. Ja, weil ich einfach es gestalten konnte, wie ich wollte und... ja, da konntest du ein bisschen rumspielen und ausprobieren. Ja. Darf man fragen, wie alt du dann gewesen bist? Also war das noch... 12. Ja, okay. Hast du dann schon so Jobs ausprobiert, die man mal machen könnte? Was, Jobs? Ja. Naja, die Jobauswahl war jetzt nicht so riesig. Im ersten Teil war das noch sehr bescheiden, das stimmt. Ich bin das vermutlich, ne? Wer ist es denn? Okay, jetzt muss ich ein bisschen die Klappe halten oder mich sehr weit zurücklehnen. Da röppelt was. Hast du fair gespielt bei Sims oder doch irgendwann? Wie heißt das? Der passende Cheat? Berühmt? Rosebud. Rosebud. Ich habe immer Rosebud benutzt, sonst wird es zu stressig. Klassiker. Ich fand bei Sims tatsächlich immer die Zeit am stressigsten. Ne? Die vergeht halt immer, der Tag ist dann irgendwann vorbei und dazwischen... Ist das vielleicht für uns schon das Zeichen, dass wir jetzt zu viel rumschwafeln? Es ist zu entspannt, das ist der Stress, der da reinkommt. Nein, genau, die Zeit verläuft halt einfach und man hat kaum Zeit, irgendwas am Tag zu machen. Ich finde das immer sehr stressig. Ich konnte das gar nicht nachvollziehen, wie Leute entspannt Sims spielen können. Wie war das bei dir? Hallo? Oder nimm mal das andere Mikrofon, vielleicht liegt es irgendwie daran. Es braucht einen kleinen Moment für unsere Technik, kurz das Mikro umzuschalten, würde ich vermuten. Oh, das Mikro funktioniert. Ihr seid alle wieder wach. Ganz gut. Nee. Können wir so einen Blick in die Richtung wagen, aber... Ja. Gut, wir versuchen das hier mal einfach dezent professionell zu überspielen. Wir spielen das einfach mal. Das ein bisschen was sagt denn der Chat in der Zeit? Cool, mehr auspacken. Okay, ja. Na gut. Ja, das machen wir natürlich gleich. Ich meine, diese stressigen Momente gehören natürlich auch bei uns auf der Play dazu, denn hier kann man neben entspanntem auch stressige Sachen spielen. Genauso ist es jetzt bei uns mit dem Thema. Vielen lieben Dank dir, dass du mit uns ein bisschen ausgepackt hast. Darfst natürlich gerne nochmal weiterschauen, ob du noch die nächste Kiste findest. Und ich schaue mal so ein bisschen in die Runde. Aber natürlich darfst auch du dir einen schönen Platz dafür aussuchen. Oh, also wenn das jetzt tatsächlich hier bleibt, vielen dann... Dank. Jetzt sind wir natürlich unsere dann kann man Fleißigsten, sich die Sims 4 schnappen wo das hier hingehört. Schon. Bitte? Ja. Sehr das schön. Sieht auch gut aus. Über die PlayStation, das sieht super aus. Herzlichen Dank. Vielen Dank dir. So, ihr seht, es füllt sich langsam. Es ist schon sehr viel videospiellastig, was hier ausgepackt wurde. Aber ich würde sagen, all das haben wir bisher wahrscheinlich in einer Kiste mit dem Titel Videospiele. Das wäre wahrscheinlich bei dir auch das erste, sehr was ausgepackt wäre, oder? Zweite. Nee. Nach dem Toilettenpapier. Nee, ich glaube, das allererste wäre der Router. Der was? Der Router? Der Router, das Internet. Das Internet ist das Wichtigste. Ah, da sind wir auch bei dem angenehmen Thema, warten auf den Techniker, um das Internet freigeschaltet zu bekommen. Ja. Während du gerade noch in den Chat schaust, gibt es noch Leute, die unter den Bänken noch ein paar kleine Sachen gefunden haben? Ja, wer findet hier im Publikum noch irgendwie so eine kleine Kiste und hat Lust, die mit nach oben zu bringen? Die Box ein bisschen rumbewegt. Wer Bock hätte, mit uns zu diskutieren und ein bisschen überraschungsmäßig was auszupacken? Ja. Oder sehe ich jemand? Ich sehe ein bekanntes Gesicht. Dürfte euch bekannt vorkommen von der letzten Show. Hallo Steffi. War nicht so lange her. Hallo. Jetzt haben wir natürlich, ja, wir kriegen gerade wieder Mikros am Start. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Du kannst auch natürlich ein bisschen brüllen, wenn das für dich, für Umzüge mit dazugehört, Leute anweisen und so. Aber so könnte auch funktionieren, glaube ich. Oder bin ich schon zu hören? Ja, doch, so langsam. Ich glaube, wenn du mehr redest, wird sich das dann lauter pegeln. Okay.
Ja, auch an dich natürlich die Frage, was du für Wunderschönes oder nicht Wunderschönes mit Umzügen verbindest. Ich bin lange nicht mehr umgezogen, aber ich habe in den letzten Jahren sehr vielen FreundInnen beim Umzug geholfen. Also das ist für mich irgendwie weniger stressig dann, weil man bekommt dann einfach schön die Anweisung, tu das und mach das und muss das nicht selbst alles organisieren. Das ist so ein bisschen angenehmer. Kannst du das gut bei Umzügen mit Anweisungen umgehen? Ja. Ja. Aber da hilft es natürlich immer, wenn die Leute gut organisiert sind, wie wir hier zum Beispiel mit gut gepackten Kisten und man nicht erstmal die Gegenstände zusammensuchen muss. Auch das ja, finde ich tatsächlich einen interessanten Aspekt. Also so die eigenen Umzüge, ne, kann ich wirklich nicht leiden, aber Umzüge bei anderen, ja, vielleicht ist genau das. Man kann den Kopf ausmachen, man macht da einfach mal so ein bisschen mit. Ist eigentlich eine entspannte Tätigkeit. Gut, klar. Je nachdem, wie gut organisiert es ist und wie hoch vor allen Dingen die nächste Wohnung, in welchem Stockwerk sie dann halt auch mit dabei liegt. Aber ich finde auch alleine den Moment, Pausen und zwischenzeitlich mal ein bisschen geschmierte Brötchen noch bekommen, drüber reden, wo man gerade mit eingezogen ist, was man damit verbindet, das sind auch die schönen Momente der Umzüge. Okay, apropos schöne Momente. Ich hoffe, apropos schöne Momente. Ich bin ein bisschen sehr gespannt, was hier jetzt drin steht. Ich nehme dir das mal ab und dann öffne das doch mal kamerawirksam. Sehr gut. Jetzt könnten wir einen Trommelwirbel gut gebrauchen. Wir machen. Ja, danke, danke. Dafür haben sehr wir gut. Das Publikum, vielen Dank. Wow. Was haben wir denn da? Oh. Ob das schon etwas Passendes zum Halloween-Motto ist? Ich glaube, nee, in die Kamera reinhalten wäre besser, dann sehen das auch alle. Genau. Halt's ruhig ein bisschen näher. Ist noch Platz. Von außen sieht es ein bisschen spinnenartig aus, aber ich kann die Arachnophobiker unter euch beruhigen. Ich glaube, ich weiß, was das ist, aber meine Erinnerung trügt mich da vielleicht ein wenig. Also es ist auf jeden Fall eine Hand, das kann man schon sagen. Tapeziert in Tesa-Tape. Und sie zeigt einen Finger. Sie zeigt irgendwie so ein bisschen verkrampft den Mittelfinger. Was sind so deine Gedanken dazu? das will also, ich jetzt auch gerne hören. Mich erinnert so ein bisschen an die Halloween-Deko, die hier auch hängt. Das sieht so ein bisschen aus wie irgendeine selbstgebastelte Deko. Und würdest du dir das ins Zimmer hängen? Ich würde es gerade auch fragen. Wie, was? Würdest du dir sowas ins Zimmer hängen? Also ich würde es auf jeden Fall zu Halloween aufhängen und es dann vergessen oder wer zu faul ist, wieder abzuhängen. Deswegen wird es dann einfach da wohnen. Auf dem Klo ist sowas super. Ja, auch super. So an der Tür. Tür, um die Leute direkt schon ein bisschen zu begrüßen, klar zu machen, wie es da drin so aussieht. Oder über dem Klingelschild. Ja. Also das würde mich jetzt tatsächlich interessieren, ob es dazu nicht eine schöne Geschichte gibt oder auch vielleicht eine schreckliche. Was da jemand mit diesem Gegenstand hier verbündet. Meinst du, das ist jemand künstlerisch begabt? Das ist ja auch, macht ja auch ein bisschen Spaß, sich zu überlegen, was das für Leute sind. Ja, wie macht man das halt, ne? Wie macht man das? Und vor allen Dingen, warum macht man das? Was war die Motivation des Künstlers, Matt? Ich krieg das auch nicht mehr so komplett zusammen. Aber also ich glaube, ich habe dich schon mal auf einer Play gesehen. Vor ziemlich vielen Jahren. Okay. Und ich glaube, das war der Test für irgendwas, was wir tun wollten. Aber dann nicht gemacht haben. Wow. Ein Test für irgendwas, was ihr tun wolltet. Ja. Das könnte ja jetzt alles sein. Das könnte, ja. Also wenn ihr gerade schöne Theorien und Fantasien dazu habt, was auf irgendeiner Play damit wohl gemacht wurde, ja, dann muss ja nicht. Die gerne raus. Also, wo kann man mal eine Hand gebrauchen? Also grundsätzlich jederzeit. Schlüsselhalter wäre vermutlich ziemlich cool. Aber so eine zusätzliche Hand, ne? Ja. Also da bin ich mir ziemlich sicher, das ist ein Ding, das bleibt hier auf jeden Fall. Und es ist vermutlich ziemlich cool zum Mitnehmen am Ende des Festivals. Und ich bin mir sehr sicher, dass es mit eins der coolsten Elemente wird, aus der dann am Freitag ein Spiel entwickelt wird. Okay. Das heißt, auch das können wir hier kreativ nutzen. Ja, schon mit kleinen also die Show ist ja auf Englisch. Ja, und hier dieses Give me a hand ist hier richtig passend einfach. Das ist natürlich ein perfekt genutztes Wortbeispiel hier für uns Spiel. Also, wir können das auf jeden Fall irgendwie weiterverwenden. Ich sehe, dir sprudeln schon irgendwie Ideen, wozu. Ja, ich muss mich schon zurückhalten, weil die Show ist ja erst am Freitag. Ja, okay. Also,
gesehen, da wird auf jeden Fall ein bisschen was genutzt. Ich habe keinen blassen Schimmer, was sich die Leute dabei gedacht haben. Würde das auch gerne hören. Vielleicht kriegen wir das hier noch aufgelöst. Wenn nicht, überlasse ich das ganz gerne auch eurer Fantasie, was es mit der Hand auf sich hat. Bist du zufrieden mit dem, was du ausgepackt hast? Ja, ja klar. Also das lässt sich jetzt auf jeden Fall auch schön da in dem Regal platzieren. Ja, das würde ich auch sagen. Ja. Also du kannst ja gerne natürlich die Handhaltung dafür aushalten. Deine Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und such dir gerne einen Platz, wo das sehr schön im Regal aussieht. Ich hätte Angst, dass sich irgendwann nachts, dass sie sich irgendwann nachts verselbstständigt. Oh ja, das ist ungefähr auch das Stichwort, was Steffi gerade versucht umzusetzen, wenn die Hand so ein bisschen runterhängt am Regal. Ja, na super, lasst uns allein mit der Fantasie. So, wo kommt die hin? Oh geil, hält die da? Das wäre natürlich spannend. Oh Gott. Oh, da gut, dass es nicht die PlayStation war, die da umgefallen ist. Ob das schon der Fluch der Hand ist, ob wir hier schon mitten in unserem Halloween-Motto hier stecken. Ja. Wir stellen es nachher wieder auf. Vielen Dank. Aber die Hand ist fantastisch platziert. Herzlichen Dank. Ja, super. Ja, danke. Okay. Ja, also ich würde schon sagen, das war so der erste gruselige Gegenstand, den wir ausgepackt haben. Also mich lässt das jetzt gerade nicht so locker, was das jetzt ist und wofür das gebraucht wurde. Und vor allen Dingen, wenn du meinst, dass ihr das gebraucht habt. Heute ist Halloween. Was vielleicht wird die heute so Nacht lebendig. Ist damit. Ja. Ja. Okay, so, wir haben noch ein paar Pakete, habe ich gehört. Hat noch jemand Pakete gefunden? Ah, perfekt, da haben wir jemanden. Dann kommt doch mal gerne auf die Bühne. Ja, gerne. Ja, kurz das Mikro an und hoffen, ich gehe mal ein bisschen zurück, bevor es gleich wieder Rückkopplung macht. Hallo. Hi. Ich bin Dustin. Basti, hi. Das Paket ist sehr schwer. Das Paket ist sehr schwer. Ja. Oha. Hast du schon eine Ahnung, was sich dahinter verbergen könnte? Ich will es gar nicht rütteln, weil es so schwer ist. Deswegen. Meinst du, es könnte was Zerbrechliches sein? Kann gut sein, ja. Okay. Bist du jemand, der Gegenstände bei Umzügen immer sehr filigran und wenn es zerbrechliche Sachen dabei sind, oder schmeißt du das einfach rein und hoffst, was überlebt? Ich hatte tatsächlich noch nie einen Umzug. Ich bin in einer Wohnung geblieben seit 19 Jahren jetzt. Krass. Also noch nie umgezogen in meinem Leben. Wow. Das heißt, du kannst hier jetzt schon üben, Gegenstände aus- und reinzupacken. Kannst du sagen, du hast auf der Play dich mit Umzügen beschäftigt und das selbst mal ausprobiert. Es ist doch perfekt, wenn du jetzt hier mit Gegenstände auspacken kannst. Und auch, hast du ja schon heute gehört, wir hatten hier Leute dabei, die schon wunderbar Tipps geben könnten, wenn dich das demnächst mal erwartet. Und das ist natürlich für uns halt auch eine wunderbare Gelegenheit. Ja. Soll ich mal aufmachen? Du hattest die wahrscheinlich auch schon eine Weile in der Hand oder jetzt gerade mitgehalten. Gerne auspacken. Wo ist der Trommelwirbel vom Publikum? Es ist ein Bilderrahmen. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch was Rahmiges gesehen und ja, jetzt, das wäre jetzt was für eine Kunstanalyse. Ah, ich dachte zuerst, das ist ein Muster, aber... Moment, das sieht doch aus wie eine Karte. Ja, vor allem, wer sich ein bisschen... Sehe ich das richtig? Ich. Cyrodiil steht da unten. Ja, Moment, das war... Was war das? Oblivion, Elder Scrolls, sehr gut. Ach, schön, dass wir hier Nerds in den Reihen sitzen. Danke dafür, haben. Ich hätte gerade Witcher gesagt. Da sind einige Stunden bei draufgegangen bei dem Spiel, natürlich alle sinnvoll investiert. Ich sehe ein Nicken, vielen Dank. Verbindest du was mit Oblivion, dem Videospiel? Leider überhaupt nicht. Ich habe das noch nie gespielt. Nee, aber wie sieht es denn so mit Bilder und Landkarten aus? Hängt bei dir sowas? Ich hatte mal eine Breath of the Wild-Karte gehabt in meinem Zimmer. Auch eine schöne Welt. Ja, sehr schön mit den ganzen Biestern und so weiter von Breath of the Wild. Da kann man natürlich sehr viel Zeit mit verbringen. Hast du dann die Orte markiert, wo du noch, was muss man da nochmal sammeln? 500 Stück? 900 so Samen. Jeden Fall keine Minute der Zeit, die man da verbringt, ist verschwendet. Das ist alles. Hast du es geschafft mit 900? Ich habe 100% in dem Spiel. 100%. Das ist Zwischenapplaus angebracht. Ganz klar. Da sind wir auch ungefähr noch mit dem, was wir heute und die Woche über die Mottos haben. Mit Geduld, auch das gehört auch zu Umzügen mit dazu. Bist du ein geduldiger Mensch? Ja, man muss auf jeden Fall geduldig dabei sein. Und der Preis dafür ist auch nicht so gut für 100% bei dem Spiel. Warst du ein bisschen enttäuscht? Ich wusste leider, was es wird, aber man kann nichts dagegen machen. Ich würde sagen, der Weg dahin hat sich doch gelohnt, oder? Das stimmt. Ja. Ein sehr schönes Spiel und diese Landkarten, da
habe ich sofort so nostalgische Erinnerungen, weil früher so die Videospieledition ja alle mit irgendwie so ein bisschen Klimbatsch dazu kam. Ob es jetzt eine Landkarte war oder irgendwas zum Zusammenbasteln. Siehst du, ich dachte, du wolltest noch weiter zurückgehen. Vielleicht kennst du diese Spiele, die man auf einem Computer, auf einem sehr alten Computer oder sogar in einem Buch gespielt hat. Diese Choose Your Own Adventure Titel. Kenne ich leider nicht, ne. Es gibt immer so eine Geschichte und dann ist so, wo willst du als nächstes lang gehen? Nach links oder nach rechts? Ach, beziehungsweise, ja. Die Besseren machen ja dann schon nach Norden, Osten, Süden. Ne? Und wenn man sich in diesem Buch dann auskennen möchte nach einer Zeit, muss man halt wirklich händisch eine Karte zeichnen, wie das da alles läuft, damit man beim zweiten Mal wesentlich besser spielen kann. Kenne ich leider nicht, aber hört sich sehr interessant an. Das heißt, bei dir hast du dann wirklich Karten gezeichnet? Ich habe Karten gezeichnet. Jeder hat Karten gezeichnet. Früher war das so. Nein, Gott. Ich mochte es auch früher, wenn man noch DS-Kapseln hatte und das aufgemacht und dann noch so Karten dabei waren oder so kleine Gimmicks. Aber ist leider jetzt überhaupt nicht mehr so, wenn man irgendwelche Packungen aufmacht. Aber meinst du nicht, dass das wieder kommt mit den ganzen digitalen Bonussen? Die meisten Spiele haben doch jetzt dieses Kauf die Standard-Edition oder die Deluxe oder die Super Premium irgendwas Deluxe und die Special-Sonder-physische Edition. Ich finde, das hat nicht mehr so einen richtigen Touch dann irgendwie. Ich meine, ich möchte es gerne noch in meiner Hand haben, irgendwie so eine kleine Figur oder so vom Charakter. Ja. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Irgendwas Haptisches, Physisches dazu. Diese Specials Edition kommen heute immer noch, kosten aber dafür irgendwie in der Limited Edition unfassbar viel Geld. Ja, sind dann halt aber auch cool. Ne? Bei Fallout habe ich schon überlegt, da gab es eine normale Edition mit einer regulären Karte auch drin. Das war das Lösungsbuch, wo die Karte drin war. Aber die Sonderedition hatte die gleiche Karte zum Aufhängen, aber mit Glow in the Dark. Weil Fallout ist verstrahlt. Okay, das macht tatsächlich Sinn. Wie oft rennst du da mit so einem Neonlicht rum, um die Karte zum Strahlen zu bringen? Nee, habe ich mir nicht gekauft. Ich habe die normale Edition gekauft. Das wäre natürlich für hier auch eine perfekte Gelegenheit. Aber das ist die Karte, die ich hängen habe, dann kann man so sehen, wo man lang gehen möchte. Okay. Nun ja, Karten brauchst du im realen Leben nicht, weil du hast ein Handy. Ja. Ja. Verbindest du noch was mit Karten? Eigentlich nur Google Maps und Videospielkarten, wo man sich zurechtfinden muss. Keine Sammelkarten, früher Panini-Alben oder so? Doch, Yu-Gi-Oh!-Karten. Yu-Gi-Oh!-Karten. Das sind andere Formen von Karten. Ja. Das sind keine Karten wie die. Das ist im Englischen Cards und Maps. Ach jetzt, das ist doch sehr kleinlich. Auch das hat zum Sammeln und mit Karten mit dazugehört. Spielkarten, auch das. Also ich habe die sehr exzessiv gesammelt. Ich denke, es ist Zeit, dass du das in das Regal packen darfst. Ja. Herzlichen Dank fürs Auspacken, fürs Mitdiskutieren. Das nehmen wir einmal ab. Hol dir gerne auch Beratung oder lass einfach deine Einrichtungssinne walten, wo du einen schönen Platz dafür finden kannst. So, wo sieht's schön aus? Das sieht gut aus, oder? Was sagt das Publikum? Ja. Okay. Herzlichen Dank. Vielen Dank dir. Kiste kannst du einfach irgendwo stehen lassen. Genau. Das sieht doch schon ganz gut aus. Wäre ein bisschen lustig, dann kommt der Nächste und sagt, ha, ich habe eine Kiste gefunden, ist aber leer. Auch das könnte passieren und dann kann man über den ideellen Wert, über das sprechen, was man vielleicht nicht materiell mitnimmt oder vergisst bei Umzügen. Auch da ließe sich ja viel wunderbar rumschwafeln. Ne? Das ist so ein Raumgefühl, was man hinter sich lässt. Ja, viel Gefühl. Ich meine, es ist ja auch ein Ballast, was dazu gehört, was man vielleicht mit einem alten Ort oder einer Wohnung mit dazu gehört, was man an so einem Ort halt auch lassen kann, ne? Der Geruch. Den Geruch. Okay. Das ist ein bisschen physischer. Na gut. Haben wir noch ein paar Pakete hier im Publikum? Hat jemand ein Paket noch? Ich sehe mindestens noch eins. Nähe? Ah, ja, stimmt. Ja, das ist doch fantastisch. Dann komm du doch mal auf die Bühne. Da wird jemand ein bisschen angestupst, mit ein bisschen Motivationsgeklatsche. Da hau ich gerne mit dazu rein. Sehr schön. Hallo. Wie heißt du denn? Rebecca. Du musst es, glaube ich, kurz anschalten. Habe ich gerade angemacht. Ah, super, vielen Dank. Ich habe es extra so gemacht, damit es niemand merkt. Jetzt geht's. Und ich habe es angesprochen. Das heißt, ich habe dir die Parade zerschossen. Ach, schade. Hallo, Rebecca. Hi. Auch an dich die Frage: Umzüge, schön, nicht schön. Was stressig, verbindest du damit? Ich bin auch noch nie umgezogen, tatsächlich. Oh, wow. Ich wohne in der Wohnung, in der ich seit meiner Kindheit wohne, seit ich 3 bin. Und habe aber durch verschiedene andere Umstände immer wieder das Bewegen von Kisten in dieser Wohnung miterlebt. Und ich habe auch immer noch viele Kisten. Also es geht auch ohne Umzüge, Kisten in der Wohnung zu haben. Durchaus.
Das heißt, aber wie funktioniert das dann? Also, wenn man dann in einem Zimmer, oder bist du innerhalb der Wohnung in den Zimmern mal auch umhergetauscht dann wenigstens? Ja, auch, also auch durch verschiedene Mitbewohnerinnen und so. Also, es herrscht Bewegung in der Wohnung, mit Kisten auch. Ja, das geht. Man kann die dann auch stapeln und so weiter und Tetris spielen. Aber, ja, es ist wie es ist, ne? Mit Dingen im Leben, die man so hat. Aber hast du schon mal bei einem Umzug geholfen? Ja, klar. Ja. Und hast du Lust? Es kommt drauf an. Also es gibt wirklich Menschen, die können das so gut organisieren und mit den Kisten, dass sie nicht zu schwer sind, nicht zu groß. Und dann gibt es wieder Menschen, wo man denkt, warum hast du das noch nicht, wieso ist das alles noch so chaotisch? Und dann steht man da und wartet, bis die Kisten gepackt sind und so. Also, ja, bei uns sieht das natürlich alles super organisiert aus. Wir brauchen übrigens noch Helfer für den Abbau, falls du Zeit hast. Für den Abbau? Nein, keine Sorge. Da habe ich bestimmt schon was vor. Ja, komm, wir sind bei Aufbau. Genau, noch sind wir nicht so weit, aber auch das ist ja schön, dass es auch in der Wohnung viel Bewegung mit Umzug sein kann. Das ist ja auch sowas, was wir hier mit dem Regal so ein bisschen auch darstellen. Wenn auch da kann sich ein bisschen was bewegen, was wir hier so mit alles auspacken. Hast du apropos schon ein bisschen dran gerüttelt? Ja. Also es ist sehr leicht und ich habe auch schon geschüttelt und ich bin gespannt, ob es noch heil ist. Also Hast du irgendwie ein Gas? Also würdest du raten, was da drin steckt? Das klingt ein bisschen blechernd, oder? Was aus Plastik? Dann schau doch mal. Ja. Okay, halt so ein bisschen in die Kamera, es sieht wieder nach. Wir sind im Sim-Motto. Wir haben hier keinen Deal mit EA, falls jetzt irgendjemand was Falsches denkt. Das ist uns alles willkürlich dazu gebaut worden. Und jetzt muss ich aber gerade überlegen, hast du SimCity mal gespielt, irgendein Teil? Mein Bruder hat es früher gespielt und ich fand es immer sehr langweilig. Ich habe aber auch Sims nicht gespielt. Ich habe immer Harvest Moon gespielt zum Beispiel. Oh ja. Ja, ich kann dazu leider jetzt auch nicht so viel sagen. Ich weiß nur, dass es da, glaube ich, irgendwie auch Katastrophen gegeben hat und dass das alles immer sehr klein und unübersichtlich war, fand ich. Das war das, was du so beim Vorbeigehen bei deinem Bruder gesehen hast, wenn du da mal zugeschaut hast. Wenn wir uns um die Nintendo-Konsole gestritten haben, so ungefähr. Das sind natürlich die Klassiker von geschwisterlichen Teilen. Ich kann es komplett nachvollziehen. Also hier hinten ist auch ein perfekter Screenshot dafür drauf, da steht unten drunter unglaublich vielschichtige Simulation. Mhm. Halt's nochmal hier rein, damit man diesen Screenshot einfach sehen kann. Na? Wie aktiviert sich diese Kamera? Da geht sie los. Okay, und so, müssen wir gucken. So sieht man das so halbwegs? Ja, da. Es ist einfach, das sind keine Städte, die man da sieht, das ist der Info-Layer, den man da einblenden kann, um zu sehen, wo, ja, ich weiß nicht, was das jetzt genau ist, aber wie viel Strom ankommt bei den Häusern oder sowas in die Richtung. Okay, da war ich tatsächlich auch schon raus. Also ich kenne das alles nur mit sehr, sehr langer Zeit, wo das noch nicht alles so kleinschrittig mit dabei war. Ich glaube, da kann man sich dann richtig reinnerden. Wären bei dir auch Videospiele mit die ersten Sachen, die eingepackt werden bei so einem Umzug? Ja, auch. Also so viele habe ich jetzt tatsächlich leider im Moment gar nicht, weil mir die Zeit auch irgendwie fehlt. Und auch ein paar auf Steam sind, die muss man nicht einpacken. Die Pile of Shame lässt sich einfach mit Umzügen mitverbinden und übertragen. Da braucht man nicht viel Geschleppe. Ja, aber sonst, so diese liebgewonnenen Titel, also Zelda zum Beispiel, das wird natürlich ganz sorgsam verpackt. Oh. Das darf nicht kaputt gehen und keine Kratzer bekommen. Aber so digitale Umzüge ist halt schon auch ein Thema dann, oder? Gerade also bei älterer Hardware. Also du kannst die Spiele, also wenn du die umziehst auf, also nicht innerhalb der Wohnung, sondern auf ein neues System, man kriegt einen neuen Laptop. Also ich weiß nicht, ob du einen neuen Laptop hast, der dann kein Laufwerk mehr hat, keine CDs mehr reinpassen. Wer hat denn heute noch Laufwerke? Plötzlich sind alle Spiele, die mit CDs funktionieren, tja, sitzt man erstmal so da, was macht man jetzt? Und klar könnte man ein externes Laufwerk anschließen, aber macht man dann halt nicht unbedingt. Ja, hast du noch viele CDs bei dir zu Hause rumliegen, die nicht mehr genutzt werden können? Es geht. Also die meisten sind dann halt auch für Konsolen einfach. Also ich bin doch schon Konsolenspieler im Großen und Ganzen, wenn ich denn spiele. Aber und sind das so alte Sammeleditionen noch von alten Konsolen, die bei dir so gepflegt werden? Nein, das.
also alt ist mittlerweile schon GameCube. Ja, tatsächlich. Also Super Nintendo, bei Super Nintendo hat es bei mir angefangen. Da habe ich noch ein paar, aber da muss man ja auch noch aufpassen, dass das alles sehr richtig Hardware irgendwie, oder Hardware, ja, da muss man ja schon aufpassen, so mit Staub und so, ne, und keine Ahnung was, aber an sich, das sind mehr so Schmuckstücke, die jetzt so Deko sind im Regal, sag ich mal, und also apropos Staub, das, was man von Super Nintendo Konsolen-Cartridges kennt, mit dem typischen Drüberpusten, ja. Das ist übrigens richtig doof, habe ich dann irgendwann nach Jahren des Pustens erfahren, dass sie dann halt schneller irgendwie so ein bisschen anrosten, weil man natürlich die ganze Feuchtigkeit reinpustet. Also, liebe Kinder, nicht zu Hause nachmachen. Pflegt eure Cartridges, wie es bei dir der Fall ist, so wie sich das anhört. Alles schön gepflegt, sodass sie den ersten Umzug gut überstehen. So, stopp. Ich musste jetzt kurz nochmal gucken, weil jemand schrieb hier im Chat, ob es nicht hier nur ein Add-on ist. Das ist aber kein Add-on, soweit ich das sehe. Allerdings zu unserem Thema, wo wir gerade sprachen, hier steht auch drauf, zum Spielen wird eine permanente Internetverbindung und ein Origin-Konto benötigt. Ah, das war der SimCity-Teil. Und da erinnere ich mich an einige Stories, bei denen es den Launcher plötzlich nicht mehr gab von irgendwelchen Sachen. Windows Live for Games oder sowas hieß das. Okay. Kennt das jemand? Oder im Chat dann auch? Das ist schon ein sehr nerdiges Nischenwissen, glaube ich. Es gab so viele Spiele dafür und man musste sich zum Spielen immer einloggen, zuerst in Windows und dann ging das Spiel erst los. Und irgendwann später wurde das eingestellt, weil es einfach kein Mensch benutzt hat. Und was passiert ist, dass viele Spiele nicht mehr spielbar waren. Egal auf welchem System man sie hatte, man hat halt loslegen wollen, es kommt der Login und dann Server sind nicht erreichbar. Okay, das ist natürlich doof. Das sollte bei Umzügen ja nicht passieren, dass halt einfach komplett was verloren geht. Ne? Also falls du dann doch mal umziehst, nach unserem Gespräch, ich glaube, physische Umzüge sind doch leichter als digitale. Zumindest kann man da sicher sein, dass man die Gegenstände irgendwo noch wiederfinden kann. Die laufen nicht einfach ab. Die laufen nicht einfach ab. Die laufen nicht weg. Im besten Fall natürlich, je nachdem, was du da so verpackst. Aber ja, die hat man natürlich. Sie gehören einem tatsächlich auch. Also es ist auch das eigene Eigentum. Ich weiß nicht, wie das mit Lizenzen, das ist ja immer so eine Sache. Ja, vor allen Dingen mit eigenem Eigentum, wenn man etwas schon sehr lange hat und so die ersten Gegenstände, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, die ersten Gegenstände, die man so selbst gekauft hat mit dem eigenen Taschengeld, wo man noch deutlich emotionaler dran hängt, das waren bei mir nämlich so kleine Lego-Sets. Das habe ich heute noch, weil da hängt man sehr dran, weil man es zum ersten Mal auch selbst gekauft hat. Hättest du ja einpacken können. Ja, hätte ich das jetzt nicht ausgepackt, dann wäre das jetzt wahrscheinlich ein unfassbarer Sammelwert geworden, aber da macht es ja auch keinen Spaß, das ist ja doof. Na gut. Ich gebe dir das hier mal und tausche das gegen das Mikro und du darfst dich mal auf den Weg machen, das verteilen, eine Stelle bringen. Man merkt ja doch ein bisschen, dass wir ein Gaming-Festival sind, würde ich mal so mal im Regal sehen, oder? Ja, oh, das sehr ging schön. Ja auch um Spieleerinnerungen. Sims zu Sims. Oh, vielleicht magst du so einen Würfel noch dazu nehmen, dann fällt das nach hinten nicht um vielleicht. Ich habe ja schon irgendwie gehofft, dass doch noch was zu PS2 noch dazukommt. Ein Controller, ein altes Spiel. Sehr schön, das sieht toll aus. Danke, Rebecca. Vielen, vielen Dank. Aber vielleicht kommt das noch dazu. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Haben wir noch einen? Also wenn einen ganz schnellen Würfel einen ganz fixen. Aber ich weiß nicht, ob wir hier noch tatsächlich irgendwas noch unter den Brettern haben. War noch nicht auf der Bühne hier. Okay, kommt mit. Ich sehe spontan ein. Ja. Was? Wo? Tim, sieht aus, als würdest du uns den ganz fix rüberbringen wollen. Nice, vielen Dank dir. perfekt. Yay! Kommt auf die Bühne. So, musst auch nicht lang auf der Bühne bleiben, weil die Zeit ist langsam leider zu Ende. Wir haben uns natürlich wieder ein bisschen verlabert, aber alte Kiste, ja. Einfach weg. So, hallo. Hallo. Na, wir kennen uns ja ein bisschen, ne? Also du sitzt jetzt nicht unbekannterweise da. Hallo Jill. Fürs Publikum wahrscheinlich schon. Ja. Hallo. Genau, wir haben Jill hier sitzen. Ja. Und Jill, du hast uns was mitgebracht. Ja, ist handverlesen und ich habe keine Ahnung. Nee, wir wissen es ja auch nicht. Hast du auch was, hast du was abgegeben auch? Nö. Nee, okay, also es kann auch nicht dein eigenes sein, was da jetzt rauskommt. Nee. Sehr gut. Sollen wir es direkt öffnen? Ja, wir haben ja nicht so viel Zeit. Ich glaube, wir müssen das mal schneller öffnen.
Ja. Oh, yeah. Du kannst natürlich trotzdem schön präsentieren in die Kamera. Und wir haben, wir haben ein Gameboy. Ja, da hat sich doch gelohnt, nochmal schnell die Kiste auszupacken. Wow. Da sind aber leider keine Batterien drin. Ja, beim Spiel, oder? Aber das kriegt man noch nachgeholt. Welches Spiel haben wir hier? Das ist ein Donkey Kong Land. Ja, das war cool. Welches? Das hatte ich auch. Das ist natürlich die Frage. Drei. Ah, sehr schön. Donkey Kong oder, ich verwechsel das mal, Donkey Kong Country? Country war ja Land. Super Nintendo Land. Und Land war dann, glaube ich, Game Boy. Und wir kriegen sogar Batterien mit dazu. Das ist ja fantastisch. Also die letzten paar Sekunden können wir doch dazu nutzen, um auszuprobieren, ob das überhaupt noch funktioniert. Das wird natürlich magisch. Zu groß. Oh nein. Ja, das war die Edition schon mit Game Boy Pocket. Das ist halt der, ist das der Advance? Der Advance SP? Das war jetzt auch nicht mein... Pocket. Ja, ist wahrscheinlich irgendwas zwischen Advanced und Color gewesen. Ah, krass, das hatte ich komplett anders im Kopf. Ich dachte, die Game Boy Pockets sind diese richtig Mini-Dinger, die so kleine Minispielchen drauf haben mit LCD-Display, die man so an einen Schlüsselanhänger machen konnte. Okay. Ja, kann das auch sein. Tatsächlich habe ich so ein Ding auch noch nie live gesehen. Ja. Gibt's Hattest du einen Game Boy? Ja, ich hatte einen Game Boy Color. Color, das waren jetzt auch nicht mehr die Blöcke und wir kriegen tatsächlich nochmal hier Batterien geliefert. Oh Gott, wenn das jetzt funktioniert. Wenn das jetzt funktioniert. Richtiges Highlight. Dann kriegen wir uns nicht mehr von der Bühne. Das glaube ich auch. So, spannender Moment. Vielleicht kannst du es in die Kamera halten, ob jetzt irgendetwas passiert. Es bleibt spannend. Es sieht aber auf den ersten Blick nicht so aus. Nein. Oh nein, schade. Es leuchtet rot da oben. Ton? Nee, es leuchtet rot. Es leuchtet nee, irgendwas. Das ist ein Sticker. Schade. Das ist nichts, kein LED. Es leuchtet nicht. Okay, also wir haben den letzten Gegenstand auspackt, der leider nicht funktioniert, aber vielleicht hat es auch aber einfach dann, ideellen, emotionalen Wert. Eigentlich hätten wir es nicht verraten dürfen, weißt du? Nicht. Wir hätten die Batterien daneben stellen müssen. Und wenn Leute sich das dann am Ende mitnehmen, dann bleibt dieser Überraschungseffekt. Jetzt wissen vielleicht alle, geht nicht mehr. Kriegen wir das aber noch bis zum Ende der Play noch repariert, klar, wenn hier findige Leute mit dabei sind. Vielleicht gibt es da jemanden, der das reparieren kann. Ja. Oder wo auch immer uns diese Gabe hier noch mit dazu Oder man kommt. Hat einen funktionierenden Gameboy und kann das Spiel dann da reinstecken. Ja, auch das. Ja. Ah ja, pusten, klar. Ja, das hilft vielleicht. Ja, aber bei den Batterien, ich weiß. Ist ja nicht angegangen. Also das ist das Problem. Na gut. Hattest du einen Gameboy? Ja, ich hatte einen Gameboy Color. Dr. Mario. Oh ja, das mit den Pillen. Das ist Tetris mit Pillen. Warum war das faszinierend? Das war einfach lustig. Okay. Tetris und Pillen. Auch. Ja, Tetris und Pillen. Na gut. Tetris auf Pillen, wer weiß. Keine also Mario hat ein Drogenproblem, ne? Pilze, gut. Pillen. Darüber kann man jetzt, wandelbarer Charakter, viele Jobs gehabt. Er war der Doktor, glaube ich. Deswegen ist er auch nicht gewachsen und so klein gewesen. Das ist eine gute Theorie. Na gut. Okay. Das war die schnelle Runde. Du darfst gerne noch dir einen schönen Platz dafür suchen. Vielen Dank dir nochmal letztes Mal in die Kamera und ins Publikum gehalten. Genau. Da merkt man hier das Showtalent. Dankeschön. Das Mikro kannst du... Darf man die auch kombiniert ins Regal tun? Ja, wenn es passt. Ja. Hauptsache, es sieht schön aus. Oh ja, da wird die Hand dazu genutzt. Auf die Idee wäre ich tatsächlich nicht gekommen, aber es ist eigentlich super einladend. Ja, das sieht richtig gut aus. Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank dir. Ja, wir sind am Ende angekommen. Willst du wir noch ein bisschen Ende. Was erzählen, noch, was uns nee, noch hier ich erwartet? Noch, ich würde noch einen Satz vorlesen, nämlich, das hat mich jetzt auch gerade überrascht, hier wurde geschrieben im Chat, das von PlayFever22 die PSP rosa gewesen Ups, ist. Ups, da wurde was vergessen. Die PSP rosa. Die PSP, es gab eine PSP in rosa anscheinend. Okay. Das ist jetzt so mal richtiges Nerdwissen. Das ist eine Erinnerung, die noch mit uns geteilt werden also sollte. Also das wäre ein Unikat, was ich hier natürlich auch gerne mit ausgepackt hätte, aber vielleicht beim nächsten Mal. Ne? Genau. Ja, was haben wir jetzt? Es ist kurz nach sechs. Und so langsam geht mir jetzt über zum Horrorspielabend. Noch bevor wir das tun allerdings, weil wir jetzt gleich diese Ausstellung ein wenig umbauen werden in das gruselige Setting, was sie wird, könnt ihr diesen Moment nutzen, um euch nach draußen zu begeben. Wenn ihr noch nie auf dem Dach vom Jupiter gewesen wart, ist jetzt der Moment, dahin zu gehen, ein paar Spiele zu spielen, wo man sich mit seinem Körper bewegt. Und wenn ihr wieder zurückkommt, sieht hier alles anders aus, wie als wenn wir in einer anderen Welt sind. Ich wollte gerade sagen, sieht auch schon aus, dass da Leute bereitstehen, um hier Freiwillige abzuholen. Genau, wenn ihr euch einmal umdreht, seht ihr eine Person, die eine Fahne schwenkt.
Ja, das mit dem Schwenken, das kann noch ein bisschen besser funktionieren. Genau. Ja, das sieht auch gut aus. Okay, super. Bitte nur der originalen Play-Fahne folgen, keinen anderen. Wir können nicht garantieren, dass hier andere Leute mit Fahnen rumlaufen. So. Play-Fahne ist original. Wer auch auf der Etage gerade an sich noch ein bisschen zuhört und Lust hat, ein paar Spiele draußen zu spielen, auf dem Dach vom Gebäude, der kommt jetzt zur Bühne und folgt der Flaggenträgerin. Oh, mit Mikro sogar. Natürlich. Ach, perfekt. Was erwartet uns denn? Erzähl doch mal kurz. Ja, das wird es ist so interaktiv. Machen, wir wollen natürlich so einen richtigen Show-Auftakt haben. Deswegen muss ich jetzt kurz warten. Aber wer schon zuhört, kann natürlich schon gucken. Kann auch ein bisschen Musik machen. Ja, natürlich, genau. Also, wer jetzt Lust hat, Spiele zu spielen draußen auf dem Dach, der kann uns folgen. Denn wir haben Matt und Sergei ja gerade schon gesagt, wird umgebaut. Also folgt uns, wir drehen jetzt eine Runde und in 2 Minuten geht es dann hier vorne bei der Rolltreppe los. Also, ne, dort, wo die Treppe nach oben geht, da rollen wir natürlich gleich zum Dach. Also 2 Minuten, dann spielen wir das Game drauf. Fantastischer Show-Effekt. Ich glaube, besser kann man das nicht einleiten. Vielen Dank. Okay. Was ist unsere nächste Live-Show hier? Die Live-Show, also für alle, die im Stream zuschauen, ich bin mir noch nicht komplett hundertprozentig sicher, ob man es im Stream sehen wird oder nicht. Wenn ja, dann muss man auch im Stream über 18 sein, damit das funktioniert. Ansonsten um 19 Uhr findet hier die Taschenlampenführung statt. Falls ihr noch vorbeikommen wollt, könnt ihr das tun. Wir machen eine Führung durch die Ausstellung, allerdings ist das Licht aus, ihr müsst Licht machen und eventuell, ich habe gehört, treiben sich da ein paar Monster rum, das könnte passieren und direkt im Anschluss werden hier auf der Bühne von zwei mysteriösen Bibliothekarinnen gruselige Spiele vorgestellt, die das Publikum auswählt. Okay, also einiges im, ich wollte gerade Hollywood sagen, nein, wir haben Halloween heute. Absolut. Einiges mit Gruselmotto, das klingt sehr gut, also kommt vorbei, liebe Leute, schaut live zu, das war unser Unpacking. Ich würde sagen, noch viel Spaß hier auf dem Festival, viel Spaß noch draußen vor den heimischen Bildschirmen. Alle sind schon unterwegs und werden hier eingefangen von den Leuten. Ja, es hat mir Spaß gemacht, Matt. Das war ja, Unpacking. Es war toll. Vielen Dank euch. Weiter. Genau. Danke euch. Ciao. Ciao.